Willkommen zurück zu einem weiteren Part von The Legend of Zelda Breath of the Wild im Master-Modus. Wie angekündigt werden wir jetzt eine Runde kochen. So, was haben wir denn alles Schönes? Sortieren wir erstmal so. Dann nehmen wir erstmal... warum? Ja. Dampfobst, 6 Herzen. Wir haben nur 5. Ist okay. Wir haben noch unsere 4 Feen, die uns in Not verretten. Den Hyrulebarsch kochen wir mit Pilzen. Ja, doch, nur mit Pilzen. Und vielleicht noch ein Hyruleglas dazu. Passt. Zwei Eicheln. Ja, warum ich nicht? Und ein Schleichglöckchen. Okay, das sollte eigentlich auch schon reichen. Da läuft unser Pferd rum. Essen. Egal. Hey, bleib hier. Okay, den Felsen habe ich jetzt nicht gesehen. Oh, ein Haus. Bleib hier. Hier ist sogar jemand drin. Hallo. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue im Dunkel. Im Licht, durchbohre sie und das Siegel der Prüfung bricht. Das heißt wohl, irgendwo da drüben müsste es sein. Was machst denn du? Wer bist du denn? Ah, du hast sicher eine Frage zur Archäologie, deswegen wendest du dich an Kalib, Koryphäe der Antikenforschung. Was? Du hast keine Ahnung, wovon ich rede und wer ich überhaupt bin? Ich bin Kalib. Ich habe mein Leben der Erforschung von antiken Schreinen gewidmet. Ich bevorzuge allerdings Magister Kalib oder auch nur Magister, so nennen mich die meisten. Oder sollten sie zumindest. Wie dem auch sei. Ich bin gerade mit dem Entziffern dieser antiken Inschrift beschäftigt, daher habe ich keine Zeit für Laiengespräche. Alte Inschrift? Lange... Jahrelang erforschte ich dieses Thema schon. Das könnte die Entdeckung des Jahrhunderts werden. Daher muss ich ständig auf der Hut vor Thesendieben sein, die sich meiner Arbeit bemächtigen könnten. Nicht einmal meiner Familie kann ich von diesen Forschungen erzählen, verstehst du? Och bitte, Magister. Magister. Hast du mich gerade Magister genannt? Nicht einfach nur Kalibs Magister? Und es klang auch noch so ehrlich gemeint. Nun, so viel intellektuellen Eifer sollte man natürlich belohnen. Gut, dann gebe ich dir ganz unter uns einen Einblick. Erstrahlen die Augen der verfluchten Statue im dunklen Licht. Durchbohre sie, um das Siegel der Prüfung, und das Siegel der Prüfung bricht. Das ist die Inschrift, die ich zu entschlüsseln versuche. Na, siehst du jetzt ein, dass diese Arbeit den Horizont eines Laien gänzlich übersteigt? Nun weißt du, was ein wahrer Magister leistet. Tagsüber Schreine ausgraben und nachts solche Kopfnüsse knacken. Ich sollte mich nun wirklich wieder meiner Arbeit widmen.
setzen wir das Gespräch ein andermal fort, ja? Die verfluchte Statue. Ich kann in dem Bett schlafen. Wir können hier nichts machen. Da haben wir noch ein altes Buch. Ich will drin lesen, ja? Okay, da steht nochmal dasselbe. Auf Wiedersehen. Holen wir uns noch die Äpfel. Hier sind echt schön viele Äpfel. Boom, Baby. Okay. Hallöchen. Pferdchen? Pferdchen. Oh, dann ist noch zum Springen. Das Pferd suche ich gleich. Schatztruhen. Nice. Ein Opal. Und ein Tierschild. Ich pack mal das Reiseschild weg. Das hat ja Stärke 5, oder? Ne, sogar Stärke 3. Okay. Dieses. Das? Schon so spät? War irgendwie klar. Hallöchen. Ui, du hast mich entdeckt. Ein Kocksamen erhalten. Tschüssi. Ach ja. Warte mal, hier kann man doch auch. Reicht mir eine Ausdauer schon dafür? Oh, sollte ausreichen. Wo war nochmal der Turm? Ach, eine Schatztruhe. Ein Eisenhammer. Nett. Der Turm für dieses Gebiet. Ich hätte mir vorher mal markieren sollen. Da bist du hier. Na gut. Ich denke mal, der Weg hier dürfte nach Ataneo führen. Hier dürfte das doch zum Friedhof gehen. Aktuell haben wir Nacht, das passt auch auf. Ja. Da ist schon die Statue mit dem. Wenn du vor meiner Nase rumläufst, musst du damit rechnen. Wild. Da-dam. Anlehnung an Kakariko.
Skyward Sword. Leuchtende Statue. Wohl, Holzfälle sind sogar ganz geblieben. Kamuyu Schrein. Ich hoffe, mein Pferdchen bleibt auch weiterhin dort. Selbst wenn ich im Schrein war. Ansonsten muss ich weiterlaufen. Aufzug fahren. Flammenbohren. Das Volk der Shika soll diese Energiespeicher gebaut haben, deren blaue Flamme seit 10.000 Jahren. Da kann ich nicht mehr lesen. Was ist es denn diesmal? Hui. Groß. Willkommen, Pilger. Mein Name ist Kamuyu. Im Namen der Könige sollst du geprüft werden. Die Räder der Zeit. Gerne doch. Okay, Metall ist auch noch dabei. Koski. Aha. Okay. Dann warten wir, bis du unten bist. Dann mache ich dich auf. Und dann sehen wir weiter, wo ich hin muss. Ah, okay. Da muss ich aber hin. Oh, come on. Ernsthaft jetzt. Mache ich das anders. Ja, falsch. Da geht's noch weiter. Warum springst du daneben? Raus mit dir. So, von hier aus sollte ich es dann aber definitiv hinkriegen. Was tut man hier alles für eine Schatztruhe? Hey.
Danke sehr. Da ist noch eine. Ein Opal. Das wären dann alle. Okay. Jetzt heißt es einfach nur noch wieder raufkommen. Die kann man auch anhalten. Zu schade, dass es hier einfach keinen Beschleunigungsturm gibt. Ach, das Ding hat auch eine Treppe. Lalilalilalilalilalila. Geschafft. Ach, hier geht's gar nicht mehr. Ah, okay. Schrein geschafft. Du hast meine Prüfung gemeistert. Zeichen der Bewährung. Fehlen noch zwei. Tschüssikowski. Extrafloss. Diese Fleischfresser ernähren sich neben Fisch und Fleisch auch von Insekten. Jo. 10 Schreine haben wir schon, 13 Crocs. Und mittlerweile haben wir wieder Morgen. Mein Pferdchen ist noch da. Schön. Warum du melden? Schrein ist in der Nähe. Das heißt, irgendwo auf dem Berg ist noch einer. Huch, was habe ich denn jetzt für ein Ding gemacht? Aha. Nach vorne drücken und X. Okay. Muss ich mal merken. Man lernt immer wieder was Neues dazu. Nö, nee, ich habe leider keine Lust auf Tigerbande. Tschüss. Da ist der Turm. Ich sehe einen Schrein. Da ist eine Festung. Ein Gegner. Noch mehr Gegner. Und eine Weggabelung. Alte Neo nach links, Ruinen des Reitplatzes nach rechts. Okay. Auf den Berg rauf. Abwärts. Wo ist der andere? Okay. Hi. Autsch. Das hat mir so etwas noch... dass mir so etwas noch passiert und das nach all den Jahren Erfahrung als Schatzjäger.
Sei gegrüßt, junger Wanderer. Ich bin Belis, der Schatzjäger. Sicher hast du bereits von mir gehört. Nein? Schatzjäger haben ist echt schwer. Ich frage mich, was die Leute sich denken. Hey, du! Bist du an Wächterteilen interessiert? Mal gucken. Antike Schraube, antike Feder, antikes Zahnrad. Okay. Nö, gefällt mir nichts. Kann ich noch was anderes anbieten? Nö, danke. Na dann, adieu. Ich krieg nicht mal was dafür, dass ich dich gerettet hab, ey. Ataneo. Mal gucken. Haben wir noch ein ganz schönes Stück. Noch eine. Ein Schrein in der Nähe. Ah, Wetterbericht sagt Regen. Supi. Wir haben Hataneo erreicht, Leute. Hi. Wer da? Bist du ein Eindringling? Nö. Reisender. Stimmt schon. Du siehst wie ein ganz normaler Hylianer aus. Unter den Hylianern gibt es nicht viele böse Leute. Tut mir leid, dass ich vorschnelle Schlüsse gezogen habe. Nun, geh ruhig weiter. Du bist hier auf der Durchreise, oder? Also, wenn du einkaufen willst, wirst du im Krämerland fündig. Das Gasthaus liegt weiter hinten. Thank you. Ach so, ja. Hier darf ich nicht schnell reiten. Schreinchen ist da hinten. Machen wir noch den Schrein und dann war's das auch schon. Für diesen Part. Wir haben endlich Hataneo erreicht. Das Institut wird dann auch nicht mehr so weit weg sein. Ich denke mal, das ist ja das da oben, ja klar. So, machen wir dich mal schnell. Das gute alte Zielen. Elektro-Echsal-Phos. Wenn du das Horn eines Elektro-Echsal-Phos mit einem Pfeil triffst. Miyama-Aganas Apparatur. Ach ja, das Teil. Bewegungssteuerung, yay. Nein, das ist zu viel. Nein, zu schräg. Na komm. Danke sehr. Was? Komm, 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 komm. Dankeschön. Mal so schräg machen, damit ich da auch genauso dann auch gleich hingehen kann. Ich will eh noch das Tor haben. Wer hat schon Lust auf ein Labyrinth? Man drehe es einfach komplett rum.
So, mit Anlauf. Oder auch nicht. Mit Anlauf. Geht doch. Ein Ischienbogen. Passt. So, das dürften schon auch alle sein hier, ne? Gut. Easy. Wenn man das Spiel austrickst. Du hast meine Prüfung gemeistert. Und zwar bist du der auserwählte Held. Brücke rüber. Nummer 3. Auf Wiedersehen. Je steiler der Untergrund ist, desto mehr Ausdauer verbrauchst du. Wenn dein Ziel sehr hoch liegt, wähle also eine günstige Route. Ja. Das kann schon ordentlich was ausmachen. 11 Schreine haben wir bereits. Von 120. DLC 2 nicht dazu gezählt. Weil ich habe noch keine Ahnung, wie viel es da gibt. Jo, das war's dann schon für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten. Tschüss.